Hier ist nun zu berichten, wie einst die Welt in tiefen Schweigen schwebte, in tiefer Ruhe schwebte, in Stille verharrte, sanft sich wiegte, einsam dalag und öde war. Und dies ist die erste Kunde, die erste Aussage. Es gab keinen Menschen, kein Tier, Vogel, Fisch, Krebs, Baum, Stein, Höhle, Schlucht, Grasbüschel oder Busch. Einzig und allein der Himmel war da. Unsichtbar war das Antlitz der Erde, einzig und allein das Meer staute sich unter dem Himmelsgewölbe, das war alles. Kein Ding gab es, das sich zu etwas gestaltet hätte, das auch nur ein wenig sich hätte vernehmen lassen. Kein einziges, das sich ein wenig geregt, das gerieselt oder gerauscht hätte im Himmel. Rein nichts gab es.
Nur Wasser staute sich, nur das Meer lag ruhig da, eine einzige Stauung, rein nichts gab es, was etwa sonst noch gewesen wäre. Einzig allein die Erbauerin und der Schöpfer, die Mächtige und Kukumatz, sie, die Gebärerin und der Sulne-Erzeuger waren da in den unendlichen Gewässern. Nur Ruhe war und Stille in Dunkelheit und Nacht. Desgleichen war wirklich der Himmel da, war auch das Herz des Himmels da. Dies ist der Name des Gottes, so wird er genannt. Dessen Wort nun gelangte dorthin, kam zu der Mächtigen und zu Kukumatz, dorthin in die Dunkelheit, in die Nacht und sprach zur Mächtigen und zu Kukumatz. Und sie redeten und berieten sich, überlegten nun sorglich, verständigten sich miteinander und brachten ihre Worte und ihre Erwägung in Einklang. Da tauchte der Uranfang des Lichts, da tauchte auch der Mensch in ihren Plänen auf. Und dann überdachten sie das Sprießen, das Werden der Bäume und Schlinggewächse, das Aufsprießen des Lebens und die Erschaffung des Menschengeschlechts in Dunkelheit und Nacht, Kraft dessen, der das Herz des Himmels und dessen Name Hurrikan ist. Blitzstrahl-Hurrikan ist eine erste Erscheinung, die zweite ist dann Däumlingsblitz, die dritte endlich ist der grüne Blitz. In diesen dreien ist also das Herz des Himmels begriffen. Thank you.
Die nun kamen zu der Mächtigen und zu Kukumatz und dachten über Licht und Leben nach. Auf welche Art soll denn Leben gesät werden und wie soll es hell werden? Wer soll unser Pfleger und Betreuer sein? Oh, dass es dazu käme. Denkt doch nach. Dieses Wasser da weiche, räume den Platz. Es entstehe die Erde und ihr Zusammenschluss, und sie ebne sich ein, dass doch Leben gesät werde, dass es doch hell werde im Himmel und auf der Erde. Es gibt ja keinen Glanz, keinen Ansehen, keinen Ruhm für diesen unseren Bau, unsere Schöpfung, ehe denn der Mensch gebaut, der Mensch erschaffen ist. So sprachen sie. Und alsbald vollzog sich die Entstehung der Erde durch sie. Ja, wahrhaftig, so vollzog sich ihre Entstehung. Auf dass die Erde erstünde, sprachen sie Erde, und augenblicklich erstand sie. Nur wie eine Wolke, wie ein Nebel war sie bei ihrem Entstehen, im Ursprung ihrer Körperlichkeit. Dann hörte man die Berge aus dem Wasser kommen. Große Berge waren es zugleich. Da freute sich Kukumatz, gut war's doch, dass du herabkamst, du Herz des Himmels, du Hurrikan und du Däumlingsblitz, und grüner Blitz. Gut wird unser Bau, unser Werk zustande kommen, sagten sie darauf.
Zuerst also waren die Erde, Berge und Ebenen entstanden. Und es wurden die Wege der Gewässer allenthalben aufs Beste geordnet. Sie zogen sich schlängelnd am Fuß der vielen Berge zwischen ihnen hindurch. Wohl abgeteilt waren nunmehr die Flüsse, nachdem das hohe Gebirge zutage gekommen war. So also vollzog sich die Entstehung dieser Erde. Weiterhin erdachten sie nun das Getier der Berge, die Wächter aller Wälder, die Bewohner des Gebirges, den Hirsch, Vogel, Puma und Jaguar, die Schlange, Klapperschlange und Viper, die Wächter der Schlingschwanzen. Und die Gebärerin und der Söhneerzeuger sprachen: Soll es denn ganz öde, soll es denn wirklich ganz still sein unter den Bäumen und Schlinggewächsen? Nunmehr wäre es doch recht gut, dass jemand da sei, der sie bewache, sagten sie, indem sie überdachten und besprachen. Im Augenblick entstanden da Hirsch und Vogel, und nun wiesen sie dem Hirsch und dem Vogel seine Wohnstatt an. Du Hirsch, schläfst an den Wasserläufen, in den Schluchten, hier weilst du im Büschel Gras und Kraut, in den Wäldern vermehrt euch. So sei es, wurde ihnen gesagt. Alsdann erhielten auch die kleinen Vögel und die großen Vögel ihre Heimstatt. Ihr Vögel auf den Wipfeln der Bäume und auf den Schlinggewachsen haust und nistet ihr. Hier zeugt ihr, breitet ihr euch aus auf den Ästen der Bäume, auf dem Ranken der Schlinggewächse. So wurde den Hirschen und den Vögeln gesagt. Da trieben sie nun ihr Wesen. Und jeglicher erhielt seine Schlafstatt und sein Ruhelager. Auf diese Weise gab die Gebärerin und der Söhneerzeuger den Tieren der Erde ihre Behausung. So waren denn alle die Hirsche und Vögel gut zustande gekommen.
Alsbald wurden den Hirschen und Vögeln von der Erbauerin und dem Schöpfer, von der Gebärerin und dem Söhneerzeuger geheißen. Redet ordentlich, ruft ordentlich, lärmt nicht sinnlos, schreit nicht, redet zusammenhängend. Jeder nach seiner Weise, jeder nach seiner Familie, jeder nach seinesgleichen Art. Jedoch es kam nicht zustande, dass sie sprachen, wie Menschen es tun würden. Als die Erbauerin und der Schöpfer hörten, dass sie mit dem Sprechen nicht zurechtkamen, sagten sie zueinander, sie haben es ja ganz und gar nicht fertiggebracht, unsere Namen zu nennen, ob wir gleich ihre Baumeister und wir ihre Schöpfer sind, das ist nicht in der Ordnung. Da erfolgte nun von der Erbauerin und dem Schöpfer
der Gebärerin und dem Söhneerzeuger ein neuer Versuch, Wesen zu bauen, Wesen zu schaffen. Ohne weiteres also nochmals versucht. Es naht ja die Zeit für des Menschen Aussaat. Machen wir uns einen Fürsorger, einen Betreuer. Aus Tsetseholz war das Fleisch des Mannes. Als aber von der Erbauerin und vom Schöpfer das Weib geschnitzt wurde, war des Weibes Fleisch Riedgrasmark. Aber sie waren eben ohne Verstand. Sie sprachen auch nicht vor dem Angesicht ihrer Erbauerin und ihres Schöpfers. So wurden sie denn vernichtet, wurden ertränkt. Ihretwegen verfinsterte sich das Antlitz der Erde. Es entstand eine Regendüsterheit, Platzregen bei Tag und Platzregen bei Nacht. Kleine Tiere und große Tiere drängten sich heran. Von Bäumen und Felsen wurden sie geschmäht. Sie trachteten, die Hütten hinaufzusteigen, aber die Hütten brachten sie zu Fall. Sie stürzten ab. Sie trachteten, in Höhlen einzudringen, aber da schlossen sich die Höhlen vor ihnen. Auf diese Weise fand die zweite Zerstörung der zu Menschen gestalteten, zu Menschen erschaffenen statt. Sie wurden vertilgt, sie wurden alle mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Go, 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 go
Johanna. Ich bin Mieden. Gabel. Genuge. Ege, ege, ege. Ehe. Ehe. Gabel. Jetzt erscheint der fliegende Robert, klein am Horizont, den Schirm in der Hand, das Haar vom Wind zerzaust, durchnässt und verschüttelt, starr und traurig wie keiner. Paradies überquert man den Sand, ohne seinen Schatten zu sehen. Dort gibt es Landschaft auch ohne tieferen Sinn. Das Paradies ist für jeden zu haben. Im Paradies schaut nur Gott zu. Dort überquert man den Sand, ohne sein Gesicht zu sehen. Dort gibt es Landschaft auch ohne tieferen Sinn. I'm not
looking for another as I wander in my time. Walking to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. Just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Im Paradies sind die Tore jedem geöffnet. Dort werden Arbeiten beaufsichtigt, die sonst niemand täte. Dort gräbt man Höhlen, ohne auf Menschen zu stoßen. Dort löscht man Kalk und ist zu dieser Arbeit vom Reichen erwählt. Dort werfen Menschen Schatten trotz sengender Sonne. Im Nachhinein hat man seltene Tiere gesehen. Talk of love or change, things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Ich habe nur noch 16 Jahre Zeit, zu erforschen, wie diese Warane hier in dieser Sonnenglut es aushalten können und noch Nahrung finden. Sie leben von den wenigen in dieser Wüste vorkommenden Lebewesen, kleineren Echsen und Mäusen, die am Tage verborgen in den Höhlen im Sande leben. Das sind sonst große Räuber, man sieht es. Die vielen Fliegen, die sich hier ansammeln. Ich bin schon 15 Jahre weg von Deutschland. Lieber Eugen, wir haben deinen Brief sehr erhalten. Wie geht's dir? Bist du in der heißen Leiter, in der heißen Länder? Wie geht es dir? Ist nicht so warm bei dir? Und wann kommst du wieder zurück? Ich komme zurück. Andina. 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 Andina.
5 Matt oder gar nichts. Ja, es gibt gewisse Tierarten wie Fettschwanz, Schafe, auf die wir viel setzen. Sie können auch eine solch ungeheure Temperatur von ca. 50 und 60 Grad ertragen. Aber es sind nur wenige einzelne Vögel, die sich in die Lüfte bewegen und dadurch sich kühlen können. Aber sonst ist kaum ihr Leben noch zu finden. Die Wüste macht es einem nicht leicht, diese Tiere zu fangen. Tagelang muss man durch die Dünen, durch den Wind marschieren, um auf die Warane zu stoßen. Einzelne Tiere laufen in gewaltiger Geschwindigkeit davon und versuchen sich in ihren Höhlen zu retten. Aber dann muss man sie ausgraben mit dem Spaten bei dieser Hitze. Es ist kein Vergnügen. Aber was tut man nicht alles, um das Leben dieser Tiere kennenzulernen? Paradies fliegen einem schon die gebratenen Tauben in den Mund. Dort vergnügt man sich schon, ohne dazu gezwungen zu sein. Dort ist das Vergnügen Verpflichtung. Im Vergnügen zeigt sich der Mensch paradiesisch. Der Blitzkrieg ist Wahnsinn. 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 Im Paradies versetzen auch ungläubige Berge. Dort werden Kriege schon von Müttern verhindert. Dort erwartet man Reiher von links. Im Paradies bedeuten Ruinen schon Glück. Dort stehen Zäune ohne Grenzen. Im Paradies werden schon vorher Flugzeugwracks in der Wüste verteilt. Dort ist die Landschaft, wie Gott sie befohlen hat.
down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Travel with her, and you want to travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from the Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Im Paradies ruft man schon Hallo, ohne jemand zu sehen. Dort streitet man sich schon mit Fremden, um keine Freunde haben zu müssen. Im Paradies kommen die Menschen schon tot auf die Welt. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young,
Pacific. As we and me through the dark. Während du schläfst, nagen Säuren und saugen Zotten den Thunfisch auf. Während du träumst, fällt ein Apfel von einem Baum dir in die Stirn. Während du wartest, brechen Züge in zwei. Atmest du leise, als wärst du schon tot. Während du liegst, blicken gedankenlos angeordnete Sterne ins Weltall hinaus. Während du schläfst, geht Gott leise mit Maria durch die Felder. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time we began to love. And cry, and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne. Time we began to love and cry and cry and laugh about it all. Im goldenen Zeitalter leben Mann und Frau in Harmonie.
Jetzt zum Beispiel erscheinen Sie vor der Linse der Kamera, den Tod im Auge, ein Lächeln auf der Stirn, die Hand im Spiel. Im Laufen ertüchtigen Sie sich durch und durch. Auch Gewichtheben zahlt sich aus. Unvergessen aber bleibt ein Sprung vom Leuchtturm. Im goldenen Zeitalter sind noch Spuren vom Paradies zu erkennen. Hier zum Beispiel ging einst ein Schiff an Land. Aufgeregt schlagen die Wellen an den Strand. Im Hintergrund steigt Rauch auf, und zwar nicht schlechter, als man es sich erwartet. Geworfene Steine kehren von selbst nicht wieder zurück. Im Zeitalter vergisst der Mensch nicht zu beten. Es würde sonst mit Gott ein schlimmes Ende nehmen. Mehr noch als Tod, Segen und Fluch bestürzt den Menschen Rauch über der Welt. Unter der Erde haben die Kinder ein Feuer gefunden. Jetzt auf einmal wollen die Eltern zurück in Häuser aus Stein. Genug davon, schon ein solcher Gedanke hätte genügt. Thank you.
doch diesem geheimnisvollen Boden zwingt man Ernten ab. Denn Gedeihen dem Landarbeiter teils Schmerz, teils Freude bringen. Schwierig ist es, am Wegesrand nicht auf ein Dromedar zu stoßen, typisch angeschirrt als Zug, Arbeitslast und Reittier. Ah yes, Reittier. Und hier, kaum wenden wir den Blick nach rechts, ist die Wonne für den Besucher schon wieder verflogen. Der Anblick ist erschreckend, Stille wird nötig. Gefasst fragen wir uns, wohin gehen wir? Und fast ist Stille die Antwort. Wir gleiten über die Landfahrt hin und es scheint, als wolle diese tragische Vision kein Ende nehmen, die von einer eigenartigen Schönheit ist, ansonsten höllisch. Lange hält dem unser Blick nicht stand und eine innere Stimme drängt uns zu einem kraftvollen Pflanzenwuchs, der im heißen Boden abgerungen wird, zu betrachten. Was können wir von der Schildkröte lernen? Sie hat nämlich 4 Schwimmflossen, wo sie sich vorwärts bewegt. Sie hat einen festen Panzer. Sie hat auch einen festen Bauch. Hier hat sie den Kopf mit dem Mund, wo sie das Essen einnimmt. Sie hat auch einen Hintern, wo es ist, sie es wieder rausgibt. Gehe ich sie gleich holen, nochmals. Ohnegleichen ist der Friede im goldenen Zeitalter. Der Krieg ist vom Frieden totgesagt. Nichts ist groß als der Sand, nichts ist groß als der Friede. Das Land ist von Sinnen vor Frieden.